ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute ist der Tag der Tage. Die Norika sind ins Spiel gekommen und was soll ich euch sagen? Ich war ja vorher schon schockverliebt in diese wunderschönen Pferde. Als ich die Farben gesehen habe und wie die Hengste und Stuten aussehen und auch die Fohlen schon, habe ich schon gewusst, was da passiert mit mir. Ja, leider hat jemand den Kaufen-Button sehr, sehr gut eingeölt und ich bin mehrfach darauf ausgerutscht. Ja, so kennt man mich halt mittlerweile auch schon im Spiel. Also ich verliebe mich sehr schnell darin und ja, was ist mein Ziel mit den Norikern? Mein erstes Ziel ist, möglichst einen Wert von über 600 GP zu erreichen. Das haben die meisten aber auch schon, sodass dieses Ziel eigentlich nicht ganz so schwer ist. Möglichst gutes GP-Ziel dort zu haben, möglichst auf Dauer Norika ohne Average. Ich habe jetzt ein paar mit Average, die aber gar nicht mal so mies abgeschnitten haben bei den Exterieur-Tests, sodass ich da erstmal von ausgehe, dass ich die auch erstmal behalten werde. Auch bei den Hengsten, wo ich ja normalerweise richtig streng bin und sage Average gleich weg. Verschiedene Farben habe ich, teilweise auch ein bisschen doppelt genommen, einfach um mal zu schauen, wie entwickelt sich das. Ja, wir schauen uns gleich die Norika an. Und ihr werdet gleich merken, ich bin sehr, sehr verliebt in die neue Rasse. Naja, was will man machen? Ich bin am Überlegen, ob dann nicht die eine oder andere Rasse bei mir dafür dann verschwinden wird. Ja, bin gerade wieder dabei, mit den Fjordpferden so ein bisschen im Struggle zu sein. Ich habe jetzt Sandy nochmal mit Aldwick verpaart, soweit ich weiß. Können da gerne mal reingucken eben. Sandy hat ja, da gucken wir aber gleich nochmal hin, Nachwuchs jetzt gehabt von Miros. Genau, und ich habe sie jetzt mit Aldwick verpaart und hoffe da auf einen... Ja, ein bisschen besseres Fohlen. Mal schauen. Also vom GP her wird es sicherlich nicht besser werden, aber vielleicht von den Werten her. Da muss man mal schauen und mal sehen, wie sich das so in Zukunft ergibt. Ganz so zufrieden bin ich damit nicht, gerade was die Wettbewerbe angeht, weshalb ich eigentlich glaube, dass das so die erste Rasse sein wird, die so ein bisschen wieder verschwinden wird. Ja, kommen wir jetzt aber nach dem langen Bliblablub zu den Norikan. Und da haben wir auch schon den ersten Kandidaten. Ist der ein Reinflexen? Ja, genau. Der war ein reiner Flexen, soweit ich das hier richtig erkennen kann. Schaut euch das mal an. So sehen die Stuten und die Hengste aus. Boah, ich liebe es. Die Hengste sehen so toll aus mit diesen Wallemähnen. Ja, und das ist Aaron. Aaron hat leider 2 Average. 607 GP. Also ich glaube, dass er, wenn er sich nicht super dolle tut hier bei den Komfort-Shows, der erste sein wird, der eventuell wieder gleich gehen wird. Aber erstmal lasse ich ihn drin. Ich schaue mal, wie er sich so entwickelt. Vielleicht entwickelt er sich ja sogar noch als Überraschungsei. Genau, das ist der erste. Er hat Agouti, Patten 1 und TO. Ein richtig hübscher Kerl, wie ich finde. Mir hat das Flexen so ein bisschen was angetan bei ihm und auch so ein bisschen die Scheckung, die ich ja auch sehr gerne mag bei Pferden. Ja, deswegen ist er erstmal eingezogen, heißt aber noch nicht, dass er wirklich definitiv bei mir bleibt. Dann haben wir hier Amor. Amor, ja, leicht besser, mit nur einem Average. Hat 635 GP, E, Doppel A und TO. Ja, ist auch ein sehr, sehr hübscher. Wir schauen uns auch hier die Abstammung mal so ein bisschen an. Daran kann man auch schon, habe ich gemerkt, ein bisschen was erkennen. Bestimmte Verpaarungen machen eher Average wohl offensichtlich aus. Anselm, Elmar und Luna. Ja, ne, Luna hat so ein bisschen das Braun mit reingebracht bei Amor. Ich fand ihn einfach hübsch von der Farbe her und deswegen habe ich gesagt, komm, erstmal kommst du zu mir, schauen wir mal, wie er sich so macht. Muss man dann halt wirklich sehen. Aragorn Vulkan, ein richtig hübscher Kerl und
Ja, er hat ein Very Good und 11 Good, yippie-yay, und ein gutes GP mit 641, da freue ich mich richtig drüber. ELP und Patten 1, ja. Aus der Verpaarung Aragorn, Vulkan und Annegret, daher halt eben auch das E halt eben klar, der ist ein, ja, Rappe halt eben viel mit drin. Aber der wird mal ein hübscher Kerl, glaube ich. Und der wird erstmal definitiv bei mir bleiben, allein schon wegen dem Very Good. Kommen wir dann zu Benedikt. Der hat leider wieder ein Average, Doppel-A, 622 und ist ein Flexen Carrier. Da haben wir den Benedikt Diamond oder Diamant, den Papa, der ja, sehr dunkle Mähne hat, aber Clara ist halt sehr hell und er hat die helle Mähne auch, deswegen Carrier. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Auch ich mache Fehler. Hashtag I'm not perfect. Aber ich glaube, das so weit verstanden zu haben mittlerweile mit der Zucht. Bleibt auch erstmal bei mir. Ich beobachte das erstmal ein bisschen. Sollte sich das anders ergeben, wird auch er vielleicht ein Kandidat sein, der mit als erstes gehen wird. Dann haben wir hier Celine. Mit 12 Gut, richtig solide, 643 GP, daher auch nicht schlecht, ist eine reine Rapstute aus der Verpaarung von Benedikt, Diamant und Cecilia. Das ist auch eine schöne Farbe, die ihre Mutter hat. Schade, dass man da nicht reingucken kann, was das für eine Farbe ist, aber richtig, richtig schön. Vielleicht vererbt sie es ja. Ne, dass sie nicht nur das Dunkle hat, sondern vielleicht vererbt sie ja die Farbe mit einem, ja, vielleicht etwas hellerem Hengst, der das dann noch mit reinbringt. Vielleicht kommt das dann. Also da bin ich echt gespannt. Dann habe ich hier Elena. Elena leider mit 2 Average, 625 GP. Ja, das ist auch so ein Ding. Erstmal habe ich sie mit reingenommen. Ja. Wir gucken mal in die Verpaarung. Benedikt, Diamant und Elfriede ist da die Stute. Benedikt, Diamant ist wahrscheinlich so ein bisschen gefährlich. Je nachdem, mit wem er dann so verpaart ist, scheint das auch so ein bisschen Average-lastig zu sein. Also das vielleicht so als Hinweis, wenn ihr Norika sucht und da vielleicht so ein bisschen auf die Abstammung schauen wollt. Emmanuel Diamant, der 13. Er hat 12 Gut, ELP Patten 1 und hier ist Rowan mit drin, 620 GP. Da ist Emmanuel Diamond der 12., deswegen heißt er der 13. Und Lena ist die Mutter, die Stute. Ja, hier vorne hat er so eine kleine Schnippe, das sieht fast aus wie so ein Sternchen oder eine Blume hier, genau, wie so ein kleines Blümchen. Ja, auch er wirklich hübsch, hat er natürlich, dadurch, dass er 12 Gut hat, die Chance bei mir zu bleiben. Und das Rowan ist mit drin, das scheint wohl ganz häufig vorzukommen. Ansonsten, wie bei den Knappstruppern, ja, LP und Patten 1 sehr viel vertreten. Aber auch ganz normal, einfach Füchse, Rappen, Braune dabei. Da muss man sich wirklich mal überraschen lassen. Emmanuel Diamiro. Die Abstammung lässt sich schon fast erahnen, wer da der Vater ist. Hat leider ein Average und nicht ganz so hohes GP. Da muss ich auch mal schauen, wie er sich so macht in den Exterieur-Tests. Aber ich fand seine Fellfärbung sehr interessant und habe gedacht, naja, komm erstmal her und erstmal bei mir sein. Emmanuel Diamant, der 12. und Lena ist die Mama. Er wird also wahrscheinlich sehr, ja, wird ihr wohl sehr, sehr ähnlich sehen dann letzten Endes. Hat eine schöne lange Blässe, die hat er wohl von seinem Papa mitgekriegt. Ja, fand ihn sehr, sehr schön und ja, erstmal ist er bei mir. Dann kommen wir zu Luna. Luna ist ebenfalls ein Flexen Carrier von dem Papa. Der hat ja auch diese helle Mähne. Luna ist die Mama, deswegen habe ich ihren Namen ganz, ganz leicht abgewandelt. War sehr erfinderisch, aber gut.
bei so vielen Namen, die einem dann auf einmal einfallen sollen, ist das auch gar nicht so einfach. Ja, rein Fuchs erstmal. 12 Gut, 610 GP. Klar, das geht noch ein bisschen besser, aber das kann man vielleicht auch durch Zucht erreichen, da so ein bisschen hochzukommen mit dem GP. Und erstmal, ja, soll sie sich beweisen und dann sehen wir ja, wie es weitergeht. Jetzt sind wir so weit, glaube ich, erstmal durch. Das sollten jetzt 10 gewesen sein. Wir können mal gerne gucken. Oder 9? 9 waren es. Ja, genau. Ne, ich habe alle gezeigt, soweit das passt. Dann kommen wir jetzt zu den Fohlen bzw. erwachsen gewordenen Pferden, die jetzt in der Zucht stehen. Da haben wir Not a Masterpiece. Und ja, das ist wirklich kein Meisterstück. Der junge Mann hier hat nicht gerade viel mitbekommen von guten Werten. Masterpiece ist der Vater, der Hengst, mit dem ich Nesca verpaart habe und ich weiß nicht, wo er 3 Average mitgekriegt hat. Das möchte ich mal gerne wissen, weil eigentlich ist so schlecht die Abstammung nicht. Aber es sind 3 Average mit drin. Die sind zwar auf der rechten Seite und im Galopp hat er immerhin das sehr gut mitgekriegt. Zusätzlich ein sehr gut im Kopf. 598 GP, weshalb er auch schon ein Kandidat ist für und tschüss. Wer ihn haben möchte, bitte darf sich gerne melden. Ansonsten, ja, wird er ins Retirement von mir geschickt, weil bei 3 Average lohnt es sich nicht mal, einen Fohlen auf den Markt zu schmeißen. Eigentlich ein süßer Kerl, denn er würde halt eben auch Fuchs bleiben. Also da müsste er mich schon wirklich sehr überraschen und bei den Exterieur halt wirklich dauernd ersten Platz machen. Glaube ich nicht, dass er das tut. Ich rechne eher so mit dritter Prämie. Von daher ein Kandidat für uns. Tschüss. Dann haben wir Mowgli. Das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Ja, aus der Verpaarung mit Miros. 585 GP, 12 Gut hat er. Damit gar nicht mal so übel für einen Fjord. Ja, Doppel-E, Doppel-A, Doppel-Dann. Für Reining ist er auf jeden Fall. Wir gucken mal in die Erfolge rein. Ja, da ist er etwas durchwachsen, aber immer knapp unter den 80, weshalb das natürlich so ein bisschen so ein Ding ist. Behalten möchte ich nicht. Wer ihn haben möchte, darf sich sehr gerne melden. Als nächstes habe ich Helena. Helena hat mich ein bisschen überrascht und zwar im negativen Sinne. Wirklich im negativen Sinne. Sie hat zwar 6 Very Good und 8 Good und jetzt fragt ihr euch, was meckert sie denn rum? Das ist doch ein tolles Fohlen. Ja, eigentlich auch von der Genetik her. Wir gucken uns nochmal die Genetikwerte an. Sie hat 563 nur, muss man dann wirklich sagen. Und ja, wenn man sich dann anguckt, mit wem ich Hera oder Hara verpaart habe, sie hat 8 Very Good, er hat 10 Very Good. In der Abstammung an sich auch 8, 9, 8 Very Good. Da haben wir nochmal 12 Very Good. Gut, hier ist ein Average mit drin, was vielleicht auch nochmal einen Abzug gibt, aber dann habe ich gedacht, wenigstens 7 Very Good wären drin gewesen oder 8 halt eben wie die Mama. Sie geht definitiv in den Verkauf aus diesem Grunde und ja, wem sie gefällt, meldet euch ruhig gerne, schreibt es unten in die Kommentare, dass ihr sie haben wollt, dann stelle ich sie euch gerne in die Verkäufe, das ist kein Problem. Aber gehen wird sie definitiv. Dann ein Neuzugang in meinem Stall von der lieben Yuki, die mich gefragt hat, ob ich die Dame gerne haben möchte. Ich habe so ein bisschen schon den ganzen Nachmittag überlegt, weil sie nachgefragt hatte, ob sie nicht jemand haben möchte. Und ich habe die ganze Zeit überlegt und angeguckt und habe gedacht, so, farblich ja schon echt eine hübsche und sicherlich sehr viel Potenzial, was die Zucht angeht.
auf der anderen Seite habe ich gedacht, knapp mit dem GP und knapp mit dem Very Good, weil eigentlich wollte ich ja keine Stuten mehr, die unter 6 Very Good sind. Aber letzten Endes hat mich die Kleine überzeugt und dann habe ich gesagt, nee, stell sie mir gerne in den Verkauf, ich nehme sie gerne. Ja, und tada, da ist sie. Das Splashed White 1 sieht man bei ihr, glaube ich, nur im Auge, dadurch, dass sie das blaue Auge hat. Rowan ist mit drin, Dunn ist mit drin, daher bringt sie ja auch nochmal wieder ein bisschen frisches Blut rein. Ja, und die Hübsche, die bleibt auf jeden Fall definitiv bei mir. Mal gucken, wie sie sich so macht. Ein neues Fohlen, die Carina, die ja auch als Fuchs daherkommt. 614 GP ist auch so ein, naja, okay, mit 2 Very Good, da hatte ich auch schon bessere Fohlen. Sie geht in den Verkauf, aber einfach nur, weil sie mir jetzt persönlich für meine Zucht dann zu schlecht ist. Und ja, ansonsten solides Fohlen aus der Verpaarung mit Dario von Yuki. Ja. Shakira, das nächste Fohlen. Eine kleine Stute mit einem Very Good 11 Good, Doppel A, G und Cream und 645 GP. Da habe ich sie, glaube ich, auch schon in die Exterieur-Tests geschickt und da hat sie jetzt zweimal zweite Prämie reingehauen, was ich nicht ganz so verstanden habe, weil sie ja eigentlich nicht so schlecht ist, aber vielleicht kommt das alles noch. Behalten werde ich sie nicht, weil Cream ist nicht ganz so das, was ich haben möchte. Geht auch in den Verkauf, wer sie haben möchte, wie gesagt, gerne melden. Be Too Cool for Reality. Ein ganz langer Name. So ein bisschen aus Vater und Mutter zusammengewürfelt habe. Das ist ja irgendwann gar nicht mehr so einfach, einen Namen zu finden. Der geht auch definitiv in den Verkauf. Hat Doppel Dunn und Doppel Champagne drin. 6 Very Good, 6 Good. Aber vom GP her ein bisschen zu niedrig. Da habe ich bessere Hengste. Und das ist der einzige Grund, weshalb der halt eben definitiv gehen wird. Es sei denn, der überrascht mich halt eben auch irgendwie, dass er so weitermacht mit der ersten Prämie. Dann schaue ich erstmal noch ein bisschen weiter. Aber eigentlich möchte ich nicht so in die Champagne-Richtung gehen. Das ist eigentlich nicht ganz so meins. So, den kleinen Mann hier, da weiß ich nicht, ob ich euch den schon gezeigt habe. Donnerpfeil. Jetzt hat er auch einen Namen heute von mir bekommen. 4 Very Good, 8 Good. Ja, EA und Cream, 554 GP. Star-Prädikat hat er relativ schnell bekommen. Zack, zack, da ist es. Und bisher 5-mal getestet, 5-mal halt eben erste Prämie bekommen. Aus der Verpaarung, wir gucken mal eben rein, Day Champion. Ja, da habe ich mir einfach mal einen Hengst genommen von den Exterieurs und habe geschaut, wer ist so ganz oben. Das mache ich manchmal auch, wenn ich einen Zuchthengst suche, dass ich schaue, wer hat so die tollsten Ergebnisse. Um mir einfach zu erhoffen, dass ich da auch mal etwas Besseres dann dabei rum, ja, erzielen kann. Nightingale's Boy ist erwachsen geworden und steht zur Zucht bereit. Erstmal für 3500 Horse Reality Coins und dann jeweils 30 Delta-Punkte und Tickets. Ja, hübscher Kerl. Auf jeden Fall, der macht bis auf ganz wenige Ausnahmen immer irgendwie die erste Prämie. Hat 7 Very Good, 5 Good, 541 GP. Wer ihn also gerne, ja, mit ihm gerne züchten möchte, kann das jetzt tun. Er ist erwachsen geworden und schaut euch das an. Mit dem Hintergrund ein Träumchen. Also ich bin so glücklich, dass er mir in den Verkauf gestellt worden ist mit diesem tollen Hintergrund. Bin richtig, richtig happy. Und last but not least, diese kleine Cleveland Bay Stute. Sun, Moon and Stars. Leider ein Average, wo ich mir echt gedacht habe, okay.
2 Average hat die Mama. 5 Very Good hat Colloredo. Das sollte eigentlich zu schaffen sein, das dann wirklich rauszubekommen. Und leider ist es nicht so. Ich möchte aber trotzdem Sundance Moon nicht hergeben, weil sie einfach sehr besonders ist mit ihrer Fellfärbung und gar nicht mal so schlecht mehr ist. Von daher bleibt sie auf jeden Fall bei mir. Ob die Kleine bei mir bleiben wird, ist eine andere Sache. 636 GP, E-AA hat sie. Ja, wird daher eine braune Stute. Ja. Geht wahrscheinlich in den Verkauf und dann gucken wir mal weiter, was daraus wird. Ja, wenn ihr direkt euch die Norica kaufen wollt, dann braucht ihr einfach nur hier einmal zur Foundation. Geht dann ein bisschen runter und unter den Knappstruppern findet ihr sie direkt. Könnt euch das dann angucken. Ja, Emanuel Diamant, den 12. habe ich euch schon gezeigt. Ja, da könnt ihr schon so ein bisschen was rauslesen. Mutter ist Luna. Ich meine, da hatte ich auch ein Pferdchen von. Ich soll mal eben gucken. Nee, das war doch. Das ist mit Lena. Okay, nee, dann Luna war aber, glaube ich, eine schwarze Stute. Da müsst ihr wirklich mal schauen, was ihr da halt eben machen wollt, welche Farben ihr halt eben auch sucht. Jeder hat da ja so seine eigenen Regeln, die er sich da so aufstellt, ob man halt eben nur auf eine bestimmte Farbe züchten möchte oder alle Farben haben will. Ich habe auch schon gesehen, dass es echt Spieler gibt, die haben schon 20 Fohlen davon. Habe ich auch schon alles gesehen. Die sind noch verrückter als ich. Ich hoffe, euch hat diese lange Folge gefallen. Es kommt auf jeden Fall heute noch das Video mit dem Adventstürchen. Aber erstmal hoffe ich, dass euch das Spaß gemacht hat. Lasst mir gerne ein Like da und vor allen Dingen einen Kommentar, wie ihr die Norica findet. Wie findet ihr meine Norica, die ich mir ausgesucht habe? Würde mich sehr interessieren. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis dann. Tschüss!